Okay, das Mädel sitzt jetzt da. Die Frage ist, wenn wir uns schon mal sowas angeschaut haben, geht das dann nachher weg, das Symbol, was wir schon alles gesehen haben? Oh nee, das war jetzt nicht extra. Das war. Nein. Leg das hin! Sehr gut. Putze oben. Siehst du? Und wir konnten eben nicht hoch, weil Putze unten. Ach. Putzen bedeutet nicht putzen, sondern putzen bedeutet einfach aufräumen. Okay. Alles klar. Okay. Jetzt geht's hoch. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Badezimmer. Weil es wieder optional, machen wir auf jeden Fall. Uff. Das ist etwas buggy mit der Zeitung, okay. Ich frage mich, wie ich einfach keine Meldung bekommen habe. Oh, das tut mir leid, Kaiten. Hast aber auch jetzt fast eine Stunde verpasst. Aber kann man sich alles nachher auf YouTube anschauen? Puffels, hä? Okay, alles klar. Können wir hier noch was tun? Oh ja, wir könnten wirklich putzen. Oh. Jetzt können wir wirklich putzen. Das konnten wir eben nicht. Bodengewicht. Badezimmer. Achievement. Machen. Einfach machen. Lüften. Ach so. Immer wieder ein neues Symbol. Ah. Ich ahne nichts Gutes, wenn da schon so ein Zeichen kommt. Ich glaube, das Fenster brauchen wir später. Ist abgeschlossen. Ich würde sagen, wir können den Schlüssel finden. Grüß dich, mein Eis. Wenn wir uns sowas anschauen können. Bei meinem Aus. Bei oh Gott! Bei meinem Eis könnt ihr auch mal vorbeischauen. Das ist auch ein schicker Streamer. Trinkt keinen Alkohol. Und hat auch einen YouTube-Kanal. Hat er auch. Cooler Typ. Ich frag mich, wenn wir sowas machen. Ne? Also, wenn wir dieses Bild haben, extra etwas anzuschauen. Ob wir da was machen können. Ob ich irgendwo hingucken muss, irgendwo stehen bleiben muss. Oder ob das nur irgendwelche Informationen für uns sind. Okay. Sie ist auf einer Leiter und greift nach der Sonne. Da links wurde irgendwas weggemacht, ne? Kann ich auch nicht genau erkennen, was es ist. Es sind noch zwei Sonnen da. Da müsste man jetzt eigentlich relativ viel rein interpretieren, ne? Können wir das erkennen? Da oben links auch noch ein Fuchs. Oh, ein Eichhörnchen und eine Giraffe.
Gibt's für mir definitiv eine 1 plus. Da unten nochmal die Sonne. Was haben wir da? Oh ne, kann ich nichts erkennen. Sieht aus wie ein Safcon von Pokémon. Wird's aber nicht sein. Boah, Gott, ey, ich würde am liebsten hier gar nichts machen. Und wieder eine Sportzeitschrift, ausnahmsweise. Androiden-Quarterback. Das ist. Androidensport ist, glaube ich, echt unnötig. American Football hat sich den Einsatz von Androiden-Spielern bisher erfolgreich widersetzt. Wichtige Spiele sind noch eine rein menschliche Angelegenheit. Oh je. Muss ich ganz in dem trotzdem widersetzen. Will ich nicht spoilern oder so, aber lass die Zeichnung. Lass die Zeichnung. Okay. Das macht mich jetzt neugierig. Ich würde jetzt gerne wieder zur Zeichnung gehen. Hab ich wieder irgendwas verpasst? Scheiße. Ah, verdammt. Fuck. Was haben wir hier noch? Der Preis des Lebens. Wie autonome Fahrzeuge über Leben und Tod entscheiden. Weltraumtourismus ist der Mars ihr nächstes Ziel? Man weiß es nicht. Muss man Elon Musk fragen. Ach so, das war nicht gewollt. Nee, nee, okay. Sieht ein fahrloses Fahrzeug einen Unfall vorher, trifft der Computer des Autos Entscheidung über Leben und Tod, zum Beispiel, welcher von zwei Fußgängern überfahren werden soll. Genau, das ist diese ethische Frage, ne? Stellt euch vor, deswegen. Das ist nicht wichtig. Ach so, das ist nicht wichtig ist. Okay, alles klar. Dieses autonome Fahren, das finde ich eigentlich echt interessant, weil überlegt da, stell euch mal vor, ne? Autos können jetzt einfach fahren. Von links kommt ein Reh, das sieht das Auto zuerst und will ausweichen. Und auf einmal kommt um die Ecke eine Person von Menschen. Das Auto weicht den Menschen aus und fährt in die Menschen rein. Der Mensch hätte sich dann wohl schon anders entschieden. Durch irgendwie Bremsen oder so. Das Auto hat aber gar nicht erkannt, dass es links nur ein Reh ist, sondern dachte, vielleicht ist es ein Mensch. So. Und das Auto tötet dann 8 Menschen anstatt nur einen oder so. Das halt sind diese ethischen Fragen, die die Autos heute nicht beantworten können, vermutlich auch nie, sondern sie müssen erkennen, in Sekundenschnelle, wer, was macht es mehr Sinn zu töten? Das hört sich falsch an, aber in die Richtung muss es ja halt irgendwie gehen. Also ich würde zum Beispiel eher ein Reh überfahren anstatt ein Mensch. So, das kann das Auto aber nicht erkennen. Das wollte ich damit einfach nur sagen. Ach, krass. Ich hätte weiterlesen sollen. Martin Furlong von Crowncast versucht klarzustellen, in solchen Situationen sammelt das bildgebende System des Autos Daten, um in Sekundenbruchteilen Alter, Geschlecht, Lebenserwartung und so weiter des Fußgängers zu bestimmen. Ja, genau, in die Richtung muss halt gehen. Diese Daten werden mit öffentlichen Statistiken abgeglichen, um Familienstand, Lebenserwartung und mögliche Kinder zu ermitteln. Dann weist das Auto jedem möglichen Opfer aufgrund von Kriterien wie ihrem Beitrag zur Gesellschaft einen Wert zu Leben, die andere Leben retten, wie Ärzte und Krankenschwestern werden bevorzugt. Das ist schon hart. Warum ist er gestorben? Ja, war kein Arzt. War nur Kassierer. Finde ich toll, dass man so werten will. Schwachsinn. Sieht ein fahrloser Fahrzeug einen Unfall vorher, trifft der Computer des Autos Entscheidungen über Leben und Tod, zum Beispiel, welcher von zwei Fußgängern überfahren werden soll. Doch über den exakten Prozess, mit den Autos diese Entscheidung treffen, ist nur wenig bekannt. Gesagt, das lesen wir nicht alles, aber genau das meine ich mit dieser ethischen Frage. Wahnsinn. Wenn's hart auf hart kommt, ja klar, Ben. Aber eigentlich möchte man ja selber sowas nicht entscheiden, ne? Also, ich kann ja auch nicht während des Autofahrens sagen, ah, das ist ein Kind? Also ich habe jetzt gleich einen Unfall. Das ist ein Kind und das ist eine alte Frau. Ja, dann lenke ich doch mal so und bremse so, dass ich die alte Frau überfahre. Geht ja auch nicht. Glaub, wenn sowas passiert, dann aus reiner Reaktion und nicht aus. Ach so, wäge ich mal ab,
Ich mach mal kurz Fenster runter. Tschö. Wie alt sind Sie denn? Haben Sie Krebs oder so? Hä? Ah, das Kind ist ein Autist. Ja, dann. Nein, es geht nicht. Ja. Nur weil eine Person älter ist oder ein Kind Autist ist, hat das weniger Wert zu leben. Es geht nicht. So eine Entscheidung will ich auch nie treffen. Treffen wollen. Können wir vielleicht irgendwann noch hier reinspucken? Tabletten nimmt er auch noch. Verhaltensstörungen. Oh. Knarre hat er auch. Depressiv ist er. Sehr gut. Richtig, wegen den Rentenbeiträgen, Ben. Nur deswegen. Muss alles für die Rente tun. Tötet alte Menschen. Gott, ist das falsch. Da wieder Rechnungen nicht bezahlt worden. Sehr gut, aber Geld für Crack. Antidepressiva wird sie bestimmt verschrieben bekommen haben. Er, nicht sie. Weiter. Ne? Ihr dürftet eigentlich nichts verpasst haben. Okay. Wie gesagt, wir spielen jetzt hier noch circa 2 Stunden. Ein bisschen länger als 2 Stunden. Dann machen wir eine kurze Pause und dann geht's heute Abend weiter mit The Forest. Das gibt nur Ärger, wir machen's mal. Nein, das wird langweilig. Das wird immer was fürs Kind. Könntest du heute schon voll kriegen? Hast du doch, glaube ich, schon, oder? Du hast eh noch 0, noch was, oder? Ja, siehst du, schon 2017. Ein Traum. Ein Traum. Dann kannst du jetzt gehen, ne? Nein. Spaß. Übrigens, auf YouTube ist jetzt eine neue Folge hochgeladen. Stranded Deep, zweite Folge. Morgen um 15 Uhr die dritte. Versuch dann jeden Tag um 15 Uhr die hochzuladen. Prozent Arbeitslosen. Gut. Das erklärt einiges, warum ja, da so viele Leute auf die Barrikaden gehen. Das kann ich nachvollziehen. Wie man damit umgeht, ist natürlich die andere Sache. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyberlife-Werks bei Milwaukee. In ihrer Rede hob die Präsidentin erneut Cyberlifes Rolle bei den großen Erfolgen der US-Wirtschaft hervor. Weiterhin gab sie bekannt, dass der Etat des Verteidigungsministeriums für den Kauf von 200.000 Einheiten. Ja, auch noch in den Kampf ziehen. Wollen wir auch mal hier lüften? Achso. Das hatte jetzt nicht so Auswirkungen. Rede mit Alice. Sehr gerne. Wir müssen irgendwie zu Alice eine Beziehung aufbauen. Weg da. Okay, wir gehen erstmal nicht runter. Uh.
Hat er nicht mal seine eigene Kacke weggemacht. Toll. Ach, rede mit Alice, wir können nicht runter, dann ist sie in ihrem Zimmer. Okay. Da ist schon wieder das Bild, was auch schon in der, in dem Zimmer ist. Man kann Falsches denken. Oh, oh mein Gott. Oh, sie dachte, glaube ich, gar nicht, dass wir da reinkommen. Was hat sie denn gelesen? Alice im Wunderland. Alice im Wunderland. Natürlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Erzähl mir doch etwas von dir. Was dir Hallo, Evan. Geh nicht auf Mutter, okay? Lieblingsessen? Ach, das war ein Spoiler. Spoiler mich nicht! Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Ich lebe wieder. Aber mit Mutter, ja. Hätte ich vermutlich nicht genommen, weil, alles klar, wir haben den Schlüssel. Da haben wir den Schlüssel. Dadurch hätten wir, glaube ich, das Vertrauen verloren. Oh je. Oder sah der Vater aber noch normal aus? Ich glaube, er hat auch damit Probleme, dass Mama nicht mehr da ist. Wurde sie verletzt? Das zeigt gut, glaube ich, die Situation hier im Haus. Alles klar, der Vater-Team. Oh, ist die Mutter gar nicht tot? Ich hatte gerade, sie wäre tot, aber ich glaube, sie ist abgekommen, weil der Vater sie geschlagen hat. Okay. Da war ein Arm ab. Wo guckt ihr denn hin? Ne, ich habe jetzt zwei Bildschirme vor mir und den Fernseher halt da drüber, deswegen. Und die Webcam ist genau dazwischen. Die Mutter. Ach, hallo, wildes Ding. Die Mutter sieht auch noch Roboter aus. Oh. Oh. Ja. Müsst ihr vorstellen, hier ist die Webcam und da drüber ist nochmal ein Fernseher und deswegen muss ich mal so hochgucken. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist die Frage, ob wir jetzt nochmal in die anderen Zimmer gehen, ob es da was Neues gibt jetzt?
Ich würde auch gerne der Tochter den Schlüssel wiedergeben. Ja, alles wird super. Alles super. Und selbst? Wie geht's dir? Ich glaube, es passiert was. Wir werden, glaube ich, keine neue Anweisung bekommen. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Tja, ob ich das glauben soll. Awesome. Genau so will ich das sehen. Alles. Nichts verpasst. Kara entdeckt einen Weg nach unten. Ja? Habe ich einen Weg nach unten gesehen? Okay, es geht nach unten. Ach, beim Zimmerlüften und deswegen war dieses Ereignis. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie immer, aber... November 2038. 9.58 Uhr. Ah, da sind wir eben im Bus, ne? Steigen wir jetzt aus? Genau, yes. Lege das Paket ab. Ein Spiegel. Was steht da? Ah, ist schon weg. Wir gehen mal zum Vogelkäfig hier. Öffne. Ach, das sind nicht mehr echte Vögel. Oh je. Wie unnötig, wirklich. Wo fangen wir an? Wir gehen mal geradeaus weiter. Ah. Boah. Wecke Karl im Obergeschoss. Später. Wir lesen erstmal. Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Bonuskultur, wieso Banker sich selbst so viel zahlen, steht Präsident Warren Cyberlife zu nah? Ein bisschen. Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Da geht es natürlich wieder um Krieg und um Öl. Okay. Für uns nicht total relevant.
Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Okay, müssen wir uns merken, in 19 Jahren ist es soweit. Gut zu wissen. Präsidentin Warren auf Staatsbesuch in Großbritannien. NATO-Sicherheitsrat über arktischen Disput gespalten. Vor 19 Jahren wurde die losgeschickt. Krass, dieses Jahr. Okay. Das ist ein Salzwasserozean. Schön. Unser Raumfahren und runter. Okay. Dann können wir das weglegen. Ja, warum auch nicht einfach mal eine Giraffe im Haus stehen haben? Origami. Ah, Zufall. Zufall. Ich glaube nicht. Oh, Klavier spielen. Sehr gerne. Hat er gut gemacht. Was ist das bitte für ein Haus? Okay, bei dem wir wohnen, der scheint wohl ein bisschen mehr Kohle zu haben. Wir räumen einfach schon mal auf. Wir sind ja ein guter Android. Was gibt's denn hier noch so Feines? Okay, nicht zum ersten Mal da schon was abgeholt. Die können wir bestimmt auch wieder aufräumen. Oh, vorbeigelaufen. Ja, Steuerung ist da. Viel besser. Viel besser als vorher. Oh mein Gott, was hat er für ein Anwesen? Ich dachte schon bei der Einfahrt, alles klar, dem geht's gut. Kindergeräusche ohne Kinder. Da sollte man sich ein bisschen Sorgen machen. Okay. Ah, in der Küche sind wir jetzt. Ach, sollen wir den damit wecken? Okay. Zum Esstisch. Ist ans Bett gebracht. Ich als guter Diener. Was macht man doch? Ich
Ich glaube, jetzt gleich können wir mal hochgehen. Oder auch nicht. Okay. Sonst können wir hier nichts machen. Ja, schöne Fake-Vögel, ey. Sowas Unnötiges, Wahnsinn. Aber die kacken dann ja auch nichts voll, ne? Ist ja auch was Schönes. Dann gehen wir mal unseren Herrscher und Gebieter wecken. Kann da keine Treppen mehr gehen? Die Vögel protestieren auch bald, weil sie bald keinen Job mehr haben. Würde ich auch machen als Vogel. Dunkel hier. Das ist schon mal ein Rollstuhl. Ist auf jeden Fall schon alt. Okay. Der kann da seinen Rollstuhl einhaken bestimmt. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Karl! Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Natürlich vergessen wir nichts. Kein Anfänger. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Wie lange er gespritzt hat? Was ist das für Zeug? Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Der ist halt korrekt, ne? Ich hab Angst, irgendwas anderes gleich drucken zu müssen und der fällt mir sonst hin. Okay, wir waschen ihn auch. Ja, kann ich verstehen, Ben. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch verstanden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Ich würde mich eigentlich unten oben ein bisschen umschauen, aber wir gehen mal mit. Der möchte bestimmt Gesellschaft und wir müssen jetzt auch weiterfahren. Okay, wir haben Zeit. Ich dachte, würde mal vielleicht selber etwas machen. Weil da war noch ein Zimmer, das hätte ich vor mir anschauen müssen.
Marcus, ich warte. Verzeihung, Karl. Ich komme. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Da war irgendwas auf jeden Fall noch im Raum drin, ne? Müsste eigentlich die Dusche gewesen sein. Also, wollen wir gehen? Ja, aber ich kann nichts machen. Okay. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Gucken wir jetzt auch Ärger bekommen? Nee. Das ist mit Alexa, stimmt. Das ist ein normales Schach. Ein gutes Schachbrett, ein Schachtisch eigentlich. Ein Schachtisch, muss man auch mal haben, ne? Spielen! Ah, ne. Fernseher aus. Menschen sind so deprimierend. Nichts als Gier. Grüß dich, Stefan. Dummheit und Gewalt. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Neuspiele, korrekt. Stimmt. Hast recht, will das singen. Hugh Hefner ist das. Jetzt spielen wir echt Schach gegen den? Lust auf eine Party Schach? Bruder, ich rasier dich. Blitzschach. Blitzschach, gerne. Okay. Unentschieden. Ein seltsames Unentschieden. Tja, ich weiß, Sie verlieren nicht gern, aber Sie wollen auch keinen geschenkten Sieg. Ein Unentschieden ist ein sehr guter Kompromiss, nicht wahr? Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Schieben wir mal ab. Ist doch schon alles aufgeräumt, mein Freund. Alles schon gemacht. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Das ist ja krass. Richtiger Künstler, beeindruckend.
Naja. Schön. Fertig? Also, was hältst du davon, Marcus? Ja, es hat das gewisse Etwas. Ich finde es wirklich gut. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Jetzt. Versuch es mal. Oh Gott. Versuch was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Ich weiß schon, also wenn ich frei auswählen kann, weiß ich, was ich male. Kein Penis. Ach. Oh. Toll. Ich wollte einen Penis malen. Ich glaube, wenn wir sein Bild nachmalen, ist er auf jeden Fall enttäuscht. Das werden wir auf jeden Fall 1 zu 1 können. Eine Statue malen, einen Tisch malen. Wir malen eine Statue. Easy. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht das es nicht um Kopien. Um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserung. Deiner eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. So, jetzt dürfte ich jetzt einen Penis malen. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Oder nein. Nein. Gar keinen Fall. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentriere dich auf das, was du jetzt fühlst und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Kann er das? Identität. Zweifel. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott. Ja. Oh. Das ist so klar. Hey Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein.
Wohl auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Das war klar. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ich weiß warum. Ich denke ja. Zu der Sohn sein. Deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Da haben wir's. Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Ihn schon? Glaube nicht. Oh, fuck. Okay, es macht Sinn zum Schluss. Okay, wir haben doch alle Zimmer. Okay. Dann konnten wir bestimmt in den einen Raum nicht reingehen. Schach spielen. Es gibt noch ja, dann zwei andere Sachen, die man hätte machen können im Raum. Das passt auch. Ja, und dann ist das Malen. Ja, sehr gut. Wie soll's besser sein?